Frage ist, das ist noch im normalen Bereich. Haben wir hier irgendwie was für was hier am Hochleveln war? Gab es hier nicht irgendwie so ein Ding, wo man sehen kann mit Level? Ja. So sind ja alle eins, ne? Das, wobei wir haben hier ja sogar noch ein Zweier schon, cool. Aber ich glaube, es geht erst auf Level 3 mit dem Dings. Ich glaube, es kommt erst beim dritten. Also wir müssen noch ein bisschen was hochleveln. Was verlassen, okay. Hier mehr Dienstleistung abgedeckt sein. Müssen die Gebäude von mehr Dienstleistung abgedeckt sein, okay. Können wir vielleicht auch noch. Der Bedarf ist ja schon schone. Nein, ich wollte das gar nicht machen, ich wollte das hier nehmen. Wobei, vielleicht müssen wir auch auf Low gehen. Vielleicht sind die Low nicht genügend. Mal gucken. Wie sieht es eigentlich hier aus? Wir haben 456. Okay, wir sind bei knapp 5000 Fahrzeugen und wir transportieren knapp 500 Leute. Wir brauchen noch meiner Meinung nach eine Buslinie als Verbindungsstrecke zu den ganzen. Linie hinzufügen. Die soll dann von dort aus. Hierhin. Und dann. Einfach mal hier lang. Hier durch. Dann hier wenden. Nochmal hier halten, dort halten, sollte auf der gegenüberliegenden Seite halten, hier halten, ein Verbindungsstück, dann soll sie hier halten und dann hier halten und dann nochmal hier beenden. Ich glaube, das sollten alle gewesen sein. Dann könnten wir die hier umbenennen. Farblich vielleicht auf schwarz. Das ist dann die. Die Arbeitsroute. Ja, einfach mal nochmal eins dran. 5 Fahrzeuge sollten reichen. Behaupten. Die fährt dann. Fährt die auch nachts? Die fährt einen tagsüber. Bestimmt wir jetzt einfach mal. So, wunderbar. Wir haben. Ich frage mich gerade, ob wir überhaupt irgendwelche von den ganzen Beschattungsunternehmen sind. Da ist ein Beschattungs. Eine Bestattung. Das war das Einzige, was wir haben. Oh mein Gott. Dann füllen wir den Platz hier mit Krematorium. Hier auch
noch eins. Einfach, dass wir hier welche haben. Passt hier irgendwie noch was rein? Da passt eins hin. Hier passt eins hin. Dann können wir nochmal oben ein Krematorium hinpacken. Dann bräuchten wir hier vielleicht noch eins. Und dort. Hier noch eins. Und eins mit Meerblick, beziehungsweise mit Uferblick. Das heißt, wir sind jetzt doch schon ganz gut abgedeckt als mit dem. Wie sieht es mit Feuer aus? Feuer, die Gefahr ist... Decken wir mal vielleicht das Ganze hier. Von 9000. Von 27 geht es jetzt runter auf 27. Außerhalb der Stadtgrenzen. Okay, ja, das ist natürlich doof. Das soll das doch erstmal gewesen sein. Wir haben nicht zu wenig Geld. Weil zu wenig Einkommen mittlerweile wieder. Ja gut, Bedarfsschlag ist auch wieder an. Jetzt haben wir ernsthaft zu wenig hiervon. Das ist ja auch stark. Könnten wir hier das nochmal füllen? Was mit dem? Mit dem Dingsbums da hier. Und vielleicht auch nochmal hier. Wir müssen auch mal einkaufen. Wir brauchen 34.000 war das, ne? 34.000 zur Hauptstadt. Ja. Okay, wir könnten hier nochmal auf Industrie gehen und den Bedarf, was das betrifft, zumindest in diesem Gebiet stellen ein bisschen. Eine andere gute Frage, ist es hier denn... Sind hier denn schon welche, die irgendwie am Hochleveln sind oder auf dem höchsten Level sind? Beziehungsweise haben wir überhaupt welche, die auf dem höchsten Level sind? Guck mal, das nicht gesehen. Ich dachte mal, dass wir sehen können. Ah, hier, glaube ich. War noch nicht. Level 3 haben wir noch nicht. Okay. Ah, das ist kurz vor Level 3. Mehr Dienstleistungen am Codex sein. Würde mich halt echt interessieren, was für eine Dienstleistung die brauchen. Die Low Density Sachen oder die High Density Sachen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Low Density Anteil auch höher sein sollte. Langsam erreichen wir Dings.
langsam erreichen wir 34.000 Einwohner. Eieiei. Wir haben aber echt zu wenig Parks. Das ist natürlich auch eine andere Sache. Um die wir uns kümmern müssten. Wir müssen uns um so vieles kümmern. Das ist das Problem. 5x2. Das Problem, Plätze. Das ist einfach nur Props, naja, ne? Requisiten oder Pakete. Ah. Uff. Was ist das denn für ein Gebiet? Machen wir einfach mal in der Nähe vom Bauernhof, in der Nähe vom Farmgebiet, passt ja eigentlich, obwohl das dann noch später wieder woanders sind, plötzlich fällt mir gerade auf. Hundepark. Hier hinpacken. Dann ein großer alles so groß. Ja, schön, dass das hat's gemacht. Jetzt. Schön, dass es so kleine Sachen gibt. Oh, 34.000. Hervorragend. Heißt, wir haben jetzt ein weiteres Gebiet. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Wir können jetzt Schiffe als Dienstleistung nutzen, Hafen und Frachthafen und verbesserte Wasseraufbereitungsanlage, die es gibt. Das nächste Ziel ist 48.000. Okay. Dann schreibe ich da mal hin, ändere ich die 34.000 und 48.000. Öffentlicher Personal, ÖPVN habe ich jetzt mittlerweile auch. Fürs Erste. 28.000 für ein weiteres Gebiet, schimmerndes Café, Kernkraftwerk, Frachtumschlagplatz und ozeanisch-thermische Konversionsanlage. Ich würde gerne dieses Gebiet, was halt... Oh, das ist natürlich auch... Das ist auch, hat auch einen Gebietsumfang von gefühlt der kompletten Stadt hier. Passt das ja irgendwo noch rein? Perfekt. Das sollte zumindest das Ganze vielleicht sogar ein bisschen beschleunigen. Ich will den Käufer, ne? Meint. Aber es wird dann auf alle Fälle was Bildungseinrichtung. Bildungseinrichtung, meine Güte. Ja. Was ist, wenn wir jetzt hier hinten noch eine... urbane Straße hinlegen? Einfach hier in dieses Gebiet. So, das können wir jetzt auch erstmal entfernen, größtenteils. Ups. Danke, pausiert. Und platzieren. Gucken erstmal, wie das Wasser mit der Wasserverteilung ist. Na, fast. So, das haben wir dann jetzt auch. Den Knotenpunkt und. Setzen dann freie Schule, passen nur 250 rein. Platzieren hier eine Schule. Direkt daneben eine Oberschule. Und
und Universität ist eigentlich ja abgedeckt. Platzieren wir aber dennoch. Heißt, bildungsmäßig sollte das jetzt auch in diesem Gebiet vorangehen. Strom sollte jetzt auch wieder ein bisschen mehr da sein, weil wir mehr verbunden haben vielleicht. Oder auch nicht. Und das Gebiet sollten... Oh, das Gebiet sollten wir erweitern. Zumindest erstmal bis hier. Und können das Ganze dann natürlich auch noch mit bisschen Low Density ausbauen. Und das andere Gebiet hier einfach mal mit ein paar Shops speichern. Wie sieht es eigentlich hier mit den Gesundheit aus, Krematorien passt ja. Das passt alles hier. Das passt alles, wunderbar. So, das Oli. Ach, Oli, muss ich schon das Auenviertel haben wir jetzt auch schon so gut wie. So gut wie durch. Wir müssen mehr Bürger ausbilden. Ja, ach nee, das war falsch. Ja, gut. Grundschule haben wir nur eine, wobei sowas eigentlich keine Grundschule ist. In der Grundschule hin. Ich hoffe, dass sie noch irgendwann ausreichend ausgebildet werden. So dass wir da gar nicht wirklich nachplatzieren müssen. Ist jetzt halt die Frage, welches Gebiet nehmen wir? Das war ja mehr oder weniger so die Nordseite. Okay, das Gebiet haben wir ja eigentlich oben schon. Wir müssen diese bauen, diese beiden Gebiete prinzipiell. Ich meine, hier oben können wir eh nicht viel machen, weil Gebirge, gute Gewaltenpass und so weiter bauen. Ein Gebirgspass und so weiter. Ja, schon fast sagen wir. Ich würde ja fast sagen, wir schnappen uns dieses Gebiet. Wir schnappen uns dieses Gebiet und wir haben einen immens großen Bedarf an Industrie. Wir irgendwie noch Offices Demo bauen. Auf alle Fälle hier. Ich kann ja eigentlich mal dieses Gebiet hier auch bebauen. Wobei, wo wir gerade mal dabei sind. Wir haben aktuell, wir benutzen aktuell dieses Öko-Auswassertritt. Das kostet 4000, das kostet 25.000, das kostet 480 die Woche, das kostet 560 die Woche. Das hier produziert eine Abflussrate von 160.000, das von nur 60.000. Das heißt, zwei von denen sind halt mehr als eins. Und dieses eine funktioniert da hinten gar nicht wirklich, warum auch immer. Das heißt, wir könnten... Ups, pausieren vielleicht zwei
reißen. Ein normales Öko-Auswassertritt hier hin platzieren. Ja, das sollte das Ganze sogar ein bisschen steigern von der Abwasserklärung. Ja. Die Frage ist, wie ist die Pollution hiervon? Es hat keine Verschmutzung und das hier hat keine Verschmutzung, nur eine Lärmbelastung. Dennoch ist Verschmutzung da. Die beste Abwasseraufbereitungsanlage, die es gibt. Die ökologische Abwasseraufbereitungsanlage muss durch Rohren mit dem städtischen Wassersystem verbunden sein. Es reinigt das Abwasser sehr gründlich, sodass es zurück in ein Gewässer fließen werden kann. Okay. Willkommen bei der deutschen Übersetzung. Die grüne in Anführungszeichen Alternative. Der Öko-Auswasser ist zwar kostenaufwendig, reinigt jedoch das Austreten der Wasser, sodass die Verschmutzung reduziert wird. Der Austritt filtert das Wasser aus dem Abwassersystem, erfordert eine Wasserpumpe, um das System mit Wasser zu versorgen, so wie Elektrizität. Oh. Ja gut. Wäre ja schön, wenn wir die Brühe irgendwann ein bisschen... Wenn man das kostet, wie viel? 25.000, ne? Das kostet 25.000, das heißt, ich würde sagen... immer wenn wir wieder 25.000 haben, oder wir machen es einfach so hier. So, das waren jetzt... Braucht jetzt ein weiteres. So, das heißt, wir haben jetzt zwei weg und eins hin. Ich mache erstmal einfach alle weg. Dann können wir gleich sehen, was wir so brauchen. Ich reiß auch mal das bis hier hin. Ach, bis hier. Einigermaßen gutes Gebiet gleich abstecken können. Das heißt, wenn wir jetzt 5, das wären 300.000, das wären 800.000, das sollte reichen fürs Erste. Das mit dem, mit dem, mit dem und jetzt mit dem normalen. Perfekt. Das Ganze können wir noch weiter erweitern. Ja, was habe ich denn jetzt platziert? Doch hoffentlich Öko aus Wasser gut platziert. Ja. Bin mal gespannt, so wie die Pollution sich jetzt entwickelt. Diese Berathilfe jedes Mal, wenn man diese Spiel startet. Verschmutzung. Okay, die Verschmutzung wird weniger, hervorragend. Genau so sollte es sein. Das heißt, die Brühe wird auch bald weniger werden. Das ist ja auch das, was wir eigentlich wollten und wollen. Dann können wir dieses Gebiet jetzt auch mal endlich hier...